Hey und servus zusammen, cool, dass ihr mit am Start seid. Willkommen zum heutigen Video. Ich bin das Bike hier hinter mir letzte Woche ja schon mal gefahren im Trail-Einsatz, habe euch aber weder den Hersteller noch das Modell benannt. Das möchte ich diese Woche nachholen. Es gibt einiges zu sehen. Das Bike ist richtig, richtig spannend. Von dem her würde ich sagen, wir schnacken jetzt nicht lang, sondern gehen ab ans Bike. Einige von euch haben es letzte Woche ja schon vermutet und in den Kommentaren die richtige Antwort geschrieben. Bei hoffentlich vielen Abenteuern wird mich 2021 ein Labier Overwall GLP 2 Team begleiten. Die Vollgasrakete aus Frankreich ist im Hause Labier das wohl radikalste und am stärksten auf Abfahrt getrimmte E-Bike im gesamten Portfolio. Das wichtigste und oberste Entwicklungsziel war, ein außergewöhnlich gutes Handling zu schaffen, das auch auf den anspruchsvollsten Trails zu jeder Zeit 100% performt. Bei dem E-Bike setzt Labier auf einen Vollcarbonrahmen, in dem ein Bosch Performance CX der vierten Generation zum Einsatz kommt. Informationen an den Fahrer werden über das Kiox-Display ausgegeben. In meinen Augen die schönste Lösung im ganzen Bosch-Universum. Entgegen den aktuellen Trends, die überall zu beobachten sind, geht man bei dem GLP 2 nicht auf immer größere Akkukapazitäten, sondern man greift zu dem 500 Wattstunden Bosch Powerpack. Das hat natürlich Vorteile in der bauartbedingten Größe des Akkus und damit auch eine Möglichkeit, diesen tief und zentral in das Bike zu bauen. Und das kleinere Powerpack hat natürlich auch ein niedrigeres Gewicht als zum Beispiel ein 625 Wattstunden Bosch Akku. Wie bereits erwähnt, stehen die Fahreigenschaften bei dem Gravity Logic Project, kurz GLP, an erster Stelle, und durch den zentral mittig und sehr tief integrierten Akku kann man das definitiv auch spüren. Durch die ausgewogene Balance des Gewichts lässt sich das Rad wendig, agil und spielerisch auf den Trails bewegen. Mit Schläuchen kommt das GLP 2 auf ein Gewicht von etwa 21,4 Kilogramm, was unter Berücksichtigung der sehr abfahrtsorientierten Ausstattung eine absolute Ansage ist. Eine relevante Ausstattung in Bezug auf die Abfahrt ist natürlich auch immer das Fahrwerk. Hier kommt an der Front die RockShox Zap Ultimate mit 170 mm Federweg zum Einsatz, und für den Komfort am Heck, auch in den ruppigsten Steinfeldern, ist der RockShox Super Deluxe Dämpfer mit 160 mm Federweg verantwortlich. Natürlich kommt das Rad, dem Einsatzzweck geschuldet, mit 29 Zoll am Vorderrad und 27,5 Zoll am Hinterrad. Für mich persönlich der beste Kompromiss zwischen Überrolleigenschaft an der Front und Agilität im Heck. Alrighty, jetzt habt ihr das Labier Overwall GLP 2 Team im Detail gesehen und einen ersten Eindruck bekommen. Ich würde sagen, wir starten damit nochmal auf eine schnelle Trailrunde, und hier nehme ich euch natürlich mit. Bevor es bergab geht, müssen wir natürlich erstmal bergauf. Die Zeit können wir aber auch schon mal nutzen, um hier zwei, drei Sachen anzusprechen. Und zwar der erste Punkt, der euch vorhin sicherlich aufgefallen ist: 500 Wattstunden Akkukapazität. Das wird dem einen oder anderen vielleicht nicht reichen. Ich persönlich finde es hier ganz gut, weil der Akku bleibt dann kompakt und klein und vor allen Dingen leichter. Und noch dazu, auf meinen Runden, die ich so drehe, zu Hause und so weiter, reichen mir die 500 Wattstunden im Normalfall eigentlich immer aus, oder meistens aus. Und wenn ich doch mal eine längere Tour plane, kann ich ja immer noch einen zweiten Akku reinpacken. Zweites Bosch Powerpack. Der ist wirklich nicht groß, der passt auch in meinen 16 Liter Rucksack. Und ja, dann habe ich 1000 Wattstunden. Das sollte fürs Gröbste reichen. Und ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist: bergab, also sozusagen dann ohne Kettenzug, neigt der Bosch-Motor hier auch zum Klappern. Genauso wie in meinem Highbike auch. Also der Bosch Performance X, vierte Generation, klappert da im Downhill ein wenig. Ja, cool wäre es, wenn er leise wäre. So richtig stören tut es mich aber auch nicht, weil ich mich voll auf den Trail konzentriere. Von dem her würde ich sagen, wir sind fast oben. Wir starten jetzt in den Downhill.
Alright, starten wir los. Ersten Eindrücke bergab, beziehungsweise für euch hier zusammengepackt, die Eindrücke im Downhill. Also hier erstmal, habe ich ja schon im Video vorhin erwähnt, super geil, wendig und agil zu fahren. Das macht schon mal richtig Bock. Hier ist jetzt ein kleines Steinfeld, da ist das nächste Highlight. Da fahre ich auch einfach jetzt mal drüber, weil die schönere Line eigentlich außen wäre. Aber Highlight natürlich hier auch Fahrwerk. 170 vorne, 160 hinten und auch potent mit der Sepp, mit dem Super Deluxe. Also da kann man es schon ordentlich krachen lassen. Das gleiche hier mit 29 vorne, 27,5 Zoll hinten ist so meine favorisierte Lösung. Geil, so muss sein. Nächster Part hier, die Wurzeln merkt man überhaupt nicht. Wow. Lecco mio, ey. Ah, der Boden ist ultra schlammig und matschig. Alter, was ist denn hier los? Boah, krass. Krass, krass, krass. Hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video zu dem E-Bike Lapierre Overvolt GLP 2 Team gefallen. Falls ihr Lust habt, auch bei den nächsten Videos dabei zu sein, lasst mir doch ein Abo da. Das würde dem Kanal wahnsinnig helfen. Ich freue mich auf die Saison 2021 und auf die gute Zeit mit dem Rad. Das wird genial. Leute, bleibt gesund, habt auch eine gute Zeit und bis bald. Euer Toffer.